Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gabatrons und einem halben Unboxing, weil heute ist der 1.3. und ich habe meine Collector-Edition von Horizon Zero Dawn bekommen, wo ich mich sehr drauf gefreut habe, auch bis jetzt. Und ich finde es ja lobenswert, dass Sony die Figur echt sicher verpackt hat, aber wenn man bei dem Karton hier, da war die Figur drin, den Karton fast kaputt macht, da kriegt man eine Krise und das hat mich echt aufgeregt. Aber die Figur selber sieht geil aus und ja, in der Collector-Edition ist noch dabei ein Artbook, das zeige ich euch gleich ein bisschen näher. Dann Digitalinhalte und das schöne Steelbook. Und natürlich die coole, schöne Figur, wirklich sehr schön verarbeitete Aloy heißt sie, glaube ich. Aloy sieht wirklich schön aus, vielleicht erkennt man es ein bisschen. Auch das Gesicht sehr gut gemacht diesmal, wie ich finde. Es gibt ja Figuren, da ist das nicht so. Sieht echt toll aus, da waren noch zwei Pfeile dabei, die habe ich hier reingesteckt schon mal. Hier die zwei. Und ja, die Figur finde ich schön. Das Spiel selbst ist von Guerrilla Games. Guerrilla Games haben zum Beispiel die Killzone-Spiele gemacht oder auch Cellshock NAM 67 für die PS2 und Xbox 360. Und sie haben ihren Studio oder Hauptsitz in Amsterdam. Das ist ein europäisches Studio und das ist ein Open-World-Game, ab 12 Jahren freigegeben und ich bin gespannt, wie das Spiel ist. Also ich bin echt auf die Story gespannt. Ich will wissen, warum diese Maschinen die Welt übernommen haben und warum die Menschen ja nicht mehr in dieser Zeit leben, wo wir heute leben, sondern eher wieder ja, Altes mit Neues verbunden haben, wie Bogen und sowas. Da freue ich mich richtig drauf. Und wie gesagt, ich musste leider das Video neu drehen, weil der Karton diesen Karton nicht freigeben wollte und ist hier leider etwas kaputt gegangen. Und tut mir leid, aber ist leider so. Ich werde jetzt nochmal einen Schnitt machen und dann zeige ich euch das Artbook, das D-Book nochmal genauer von Näheren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, euer Gabatrons. Tschüss! Hallo YouTube, wir sind zurück. Ja, hier haben wir das kleine Artbook. Es ist ein Hardcover. So sieht es von der Rückseite aus und so von der Vorderseite. Da gucken wir jetzt mal rein. Ich hoffe, ich kann euch wieder alles zeiken. Das ist Art of Horizon Zero Dawn. Mein Gott. So sah das wohl früher da aus, bevor die Maschinen. Das sieht aus, als ob es da irgendwie eine Umweltkatastrophe gegeben hat. Ich frage mich, ob die Maschinen jetzt irgendwie wie bei Terminator so eine Intelligenz das alles gemacht hat oder ob es Aliens sind. Von euch wissen das wahrscheinlich schon viele, weil das Spiel kann man schon seit einigen Tagen bei Saturn und Co. kaufen. Manche haben auch schon die Collector, die zum Früherhalten von Games Only. Und ich habe sie heute von Amazon gekriegt. Im Ganzen finde ich die Collector-Edition in Ordnung. Wie gesagt, das mit dem Karton regt mich jetzt ein bisschen auf, dass der ein bisschen beschädigt wurde, weil der blöde Karton hier so blöd in den gemacht wurde. Aber ansonsten für die Figur, die ist echt schön verarbeitet. Ich finde, die ist jetzt von Sony eine der schönsten. Und hat mich 144,95 gekostet und ich bin zufrieden damit. Vor allem in der Figur, weil die mir so gut gefällt. Ich erwarte aber noch eine Collector-Edition mit einer Figur und ich hoffe, sie wird mir auch gefallen. Sieht also, was ich auf den Bildern gesehen habe, gefällt mir schon mal sehr gut. South Park hat sich ja verschoben wahrscheinlich, so wie ich gelesen habe. Und ja, wenn ihr zu dem Spiel was schreibt, bitte nicht spoilern. Ich weiß nur, dass dieses Mädchen Arlon oder so heißt und von diesem Stamm aufgenommen wurde, ist aber irgendwie so eine Außenseiterin. Und man spielt erst als Kind, was ich cool finde, und dann entwickelt man sich und erfährt auch immer mehr von der Story. Bei den DLCs sind es, glaube ich, Kostüme und irgendwelche Wappen, bin mir gar nicht mehr so sicher. So, jetzt gucken wir mal das Steelbook an. Ich glaube, das ist auch das Steelbook, was man in der Limited Edition kriegt. Kostet so um die 85 Euro. Hier ist auch ein PS4 Schriftzug. Übrigens, das Spiel braucht, glaube ich, 43,2 GB. Ein Spieler, DualShock 4-Version unterstützt, 720p, 1080i und 1080p HD Ausgang. Remote Play wird unterstützt und auch PS4 Pro, sehe ich gerade hier auf dem Karton. Gucken wir hier mal rein. Oh, hier haben wir noch einen Code. Erstmal schöne Disc mit Inlay-Bild, was ich auch cool finde. Was haben wir denn da? Ich habe jetzt keine Ahnung, was das für Codes sind. Muss ich mal gucken. Und dann haben wir hier noch so eine kleine Anleitung. Jo, vom PSN Plus. So, das war die Collector-Edition. Ich hätte euch gern gezeigt, wie ich die Figur rausgeholt habe. Aber leider, leider, leider wollte der Karton da in der Mitte nicht so, wie ich wollte. Und das hat mich ein bisschen aufgeregt. Aber gut, ich zeige euch nochmal kurz die Figur. Machen wir die Kamera nochmal etwas hoch. So.
Das mal hier aus Seite. Und ja, ein Soundtrack wäre noch schön gewesen. So sieht sie aus. Ich hoffe, man erkennt alles. Tun wir den Karton hier weg. Sieht echt cool aus, wie ich finde. Ich habe leider keinen Drehteller. Aber sie lässt sich ja so gut drehen. Hier mit so kleinen Zöpfchen. Sieht aus wie so eine Wikingerin. Darf man Wikingerin? Ich weiß es nicht. Der Bogen hier ist auch mit so Schleifen und Federn. Ja, riecht ein bisschen extrem nach Farbe, aber sieht wie gesagt toll aus. Und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem noch gefallen, auch wenn ihr das nicht das komplette Unboxing gesehen habt. Und ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Galvatrons. Tschüss.